What does it mean to be Cape Verdean? Being a good dancer? To not stress oneself out? These characteristics, partly, apply to me as well. It recurs to me that I know a Cape Verdean girl from a German television. In Berlin, I am visiting a former host of a TV show. Zwei Drittel aller Kapverdianer leben außerhalb der Kapverdischen Inseln und davon sind bestimmt 80% nicht selbst auf den Kapverden geboren. Mhm. Trotzdem nennen die sich, auch wenn sie komplett andere Staatsbürgerschaften haben, stolz Kapverdianer. Es kann keine Nationalität sein. Klar, klar. Es ist definitiv ein Gefühl, Kapverdianer zu sein. Es ist schwer, den Kapverdianer an sich zu beschreiben. Ich meine, wenn man bedenkt, dass ein Drittel aller Kapverdianer selbst auf den Kapverden leben und dann der Rest irgendwo anders, aber sie schaffen es immer wieder und das ist eine kapverdianische Fähigkeit, auf jeden Fall. Die können Kapverdianer riechen. Wenn ich jetzt jemanden auf der Straße sehe, dann, ich weiß es nicht, ich sehe das, also nicht nur ich, sondern die meisten, die sehen jemanden so und denken sofort, das ist ein Kapverdianer. Meistens ist das so. Ich glaube, dass Kapverdianer einfach so Leute sind, die sich gut integrieren. Jedes Mal, wenn du gefragt hast, wo kommst du her, du bist bestimmt Südamerikanerin, Spanierin, Russin, Philippinerin. Es ist definitiv ein Pluspunkt, Kapverdianer zu sein, denn egal, wo man hinkommt, man wird immer für ansässig genommen. Auf jedem Platz dieser Welt bist du irgendwie vertreten mit deinem Aussehen, weil du gemixt bist. Na, also, wenn ich nach Marokko gehe und da ein paar Brocken Französisch hinknalle, dann denken die alle, okay, das ist eine verzogene, marokkanischstämmige französische Göre, die jetzt, ne, so. Man sucht dann so sich seine eigene Identität, aber irgendwann erfährt man einfach, du hast halt viele Identitäten und du kannst überall zu Hause sein. In Miami sprechen die mit mir Spanisch. Ich so, yo no hablo español. Nur ich glaube einfach, dass es für Leute, die eine Nationalität haben, die haben das sozusagen schon offiziell bestätigt, wo die hingehören. Ja. Die und machen sich noch nicht mal so solche Gedanken. Genau, die können das ganz einfach sagen. Ist doch klar, du bist deutsch. Aber wir können es einfach nicht klar bestimmen. Aber es ist eigentlich auch schön. Das ist ganz schön eigentlich. Also so muss man sich nie rechtfertigen und man muss auch nie so richtig Angst haben, dass man nicht für voll genommen wird, sondern man kann sich einfach überall integrieren. Also ich glaube, es gibt ja auch Studien darüber, dass so wie die Kapverdianer an sich wird die Welt später aussehen. Ja? Also wir werden uns alle vermischen. Die positive Aussicht für die Zukunft, weil wir so gemischt sind und so viel kennen. Und wir wissen, dass Dinge anders sind und dass die, wenn wir das nicht kennen würden, dass Dinge anders sind, dass wir das als fremd und falsch ansehen würden. So wächst der Mensch. Und ich glaube, das ist halt auch der Geist, in den es bei uns in Zukunft geht. Und deshalb glaube ich auch, dass die Welt doch näher zusammenwachsen kann. Weil man nicht mehr diese Grenzen sieht, sondern das, was zusammenkommt und zusammenkommen kann. Sozusagen, dass wir ein Beispiel dafür sind. Ja, wir sind die Botschafter. Ich glaube, Kapverdianer sind so Botschafter-Geborene. The Cape Verdean nation arose out of Europeans and Africans. But do they feel now more African or more European? I think I have to see it for myself. I have never been to the Cape Verde Islands. It is time. That is my Uncle Jaza. Finally, I did it. I am in Cabo Verde. I took a flight from Frankfurt to Sal and took off again to São Vicente, where my uncle lives. I get to know my family, which I partly meet the first time. This is my cousin, with his daughter. That's his wife. My uncle shows me his house. The second floor
is still under construction. We go for a walk, and it seems that everybody knows everybody here. Eu não falo muito português, é português. Não, estou a falar tio. É verdade. Ele nasceu na Alemanha. Agora vai fazer ali um trabalho de escola. Está direito, sim, ok. Muito bem. Vamos te mostrar o lugar. Sim, está bom. Então, espia que escreveu. Zé, que queres bem. The old man remembers my brother, who hasn't been here for 30 years. Está direito, assim. Então, ele é de baixo, vou dizer. Sim, é verdade. Ele é de baixo, vou dizer. Exatamente. Aham, tu espia que escreveu aqui, então, escreveu para ver as câmeras perto, não, que tu para ligar-me, tu as pés para ligar. Deixa lá. Aham. Ok, tchau, tchau. Eu feliz. Bom. Ouvi, dizer hoje é 1 de maio, dia dos trabalhadores. Quer saber? Quer saber? Eu já sei. Ah, estou falando. Ok. Bate mangro, no cris bafal, sou cavalo é pra vir uma cerveja. Não bate mangro, no cris bafal, sou cavalo é pra vir uma cerveja. É pra vir uma cerveja, é pra vir uma cerveja, é pra vir uma cerveja. Não bate mangro, no cris bafal. Sou cavalo é pra vir uma cerveja. No Batman Groco, no Cris Bafá. Mas sou cavalo era pra vir uma cerveja. Pra vir uma cerveja. É pra vir uma cerveja. É pra vir uma cerveja. Mas pensei um peixeira, não comprou um cento cavalo, não tá a fazer um boa melodia. Pensei um peixeira, não comprou um cento cavalo, não tá a fazer um boa melodia. Oh, piedade, cá tem piedade, oh, piedade, tem piedade, oh, piedade, cá tem piedade, oh, piedade, tem piedade.